Was ist eigentlich mit Josip Iličić passiert? Wenn ich an den Slowen Josip Iličić denke, dann denke ich an den 10. März 2020, als er 4 Tore im Achtelfinale gegen Valencia schoss. Dieser Mann war wie ein guter Wein. Erst mit dem Alter wurde er immer besser und machte sich in Bergamo unsterblich. Doch was ist passiert? Er hat einen ganz entscheidenden Fehler gemacht. Er hat sein Herz einer Frau gegeben. Der Slowene litt monatelang unter Depressionen und konnte so kein einziges Spiel für Atalanta machen und fühlte sich auch nicht bereit dazu. Und jetzt wechselt er im Alter von 34 Jahren zurück in seine Heimat zu Maribor und will dort nochmal angreifen. Eine Karriere, die so nicht laufen müsste. Ein sehr guter Fußballer und echt schade, wie es mit ihm ergangen ist.